Entschuldigung, ich finde Sie echt ganz interessant. Hätten Sie vielleicht mal Lust auf ein Date mit mir? Ja, also ich habe gerade was anderes vor, danke. Na, nicht jetzt, aber irgendwann vielleicht mal. Wir können uns ja schreiben oder so. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt mal wieder fleißig Kommentare geschrieben mit ganz unangenehmen Challenges, welche sich in dieser Box hier befinden. Und ihr habt echt viel kommentiert. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr jede Challenge reinnehmen. Ich werde in Zukunft einfach die Challenges mit den meisten Likes mit in die Box tun. Ich schüttel die Box noch einmal durch. Ich ziehe wieder random, ohne zu schauen, eine Challenge. Und wir schauen mal, was drin steht. Okay, eine lange Nachricht von Onga Bonga UN4JV. Ein Bundle bestehend aus Spaghetti und Pesto, Rot, Grün, Orange. Bei Lidl gibt es sehr leckeres veganes Pesto, falls du dich für sowas interessierst. Tue ich, aber ich war in einem anderen Laden und habe Pesto mitgebracht. Hier habe ich Spaghetti, hier habe ich Pesto, extra für dich, Onga Bonga, sogar vegan. Und das werde ich jetzt verschenken. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, die Person freut sich. Ich hoffe, ich finde eine Person, die es überhaupt haben möchte. Und ja, let's go! Wir starten echt mit einer ziemlich leichten Challenge. Ich meine, Spaghetti mit Pesto verschenken. Da habe ich schon deutlich unangenehmere Sachen gemacht. Und da sind auch noch deutlich unangenehmere Sachen in der Box drin. Entschuldigung? Entschuldigung? Darf ich dich auf eine Spaghetti mit Pesto einladen? Okay, schade. Also langsam bin ich an einem Punkt, wo ich die Spaghetti schnell loswerden möchte. Entschuldigung? Entschuldigung? Wollen Sie vielleicht Spaghetti mit Pesto haben? Wollen Sie vielleicht Spaghetti mit Pesto haben? Nein, danke schön. Die Jungfrauen, ich habe genug Essen für Okay, heute schon zu ich Hause. frage die Jungfrauen, ja. Entschuldigung? Wollt ihr vielleicht Spaghetti mit Pesto haben? Ja? Es ist noch ungekocht, ist zum selber kochen. Warum willst du das denn loswerden? Ich mag das selber nicht. Spaghetti? Moment. Ist sogar vegan. Geil. Danke. Gerne. Ciao. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich mag Spaghetti mit Pesto übrigens, aber ich brauchte eine Notlüge, damit sie es verdammt nochmal nehmen. Ja, war geil. Die haben sich sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, es schmeckt. Damit würde ich sagen, ziehen wir auch die nächste Challenge. Ich schüttle noch einmal durch. Und ich ziehe wieder blind eine Challenge. Okay. Schauen wir mal, was drin steht. An grüner Ampel abwürgen. Och, bitte nicht. Das ist auch wirklich so diese unangenehme Challenge, die halt auch einfach nur unangenehm ist, ohne dass man dabei jemandem eine Freude macht. Aber egal, jede Challenge in dieser Box wird gemacht. Okay, die Ampel ist grün, es steht jemand hinter mir. Ich werde jetzt einfach versuchen abzuwürgen. Oh. Es ging nicht. Verdammt. Nochmal. Verdammt. Verdammt. Der hinter mir hasst mich. Oh mein Gott, er bringt mich gleich um. Und die Ampel ist wieder rot. Oh mein Gott, wir haben die Challenge wirklich so gut gemacht, wie man sie nur machen kann. Es tut mir wirklich leid. Wobei, ich sehe gerade im Rückspiegel, es ist eine Frau, die guckt gar nicht mal so böse. Alles gut. Ich will die Leute hier ja auch wirklich nicht abfacken, aber es ist die Challenge, ne? Da kann ich mich auch nicht gegen wehren. Wenn die Challenge etwas sagt, dann wird es auch gemacht. Egal. Okay, Zeit für die nächste Challenge. Ich schüttel noch einmal durch und ich schaue wieder weg und ziehe die nächste Challenge. Einfach Joa 9011 schreibt: Fahre zu einer älteren Frau und sag, dass du auf ältere Menschen stehst. Oh nein, bitte nicht. Ich glaube, er hat jetzt danach auch noch irgendwie geschrieben und lacht danach komisch und fahr dann einfach weg. Keine Ahnung, ich habe nicht alles aufgeschrieben. Aber ich werde das auf Ernst durchziehen. Also ich werde zu einer älteren Frau fahren,
werde ihr so sagen, hey, ich fand dich ganz süß und so und ich stehe halt auf Ältere. Hast du vielleicht mal Lust auf ein Date? Ja, okay. Es hört sich schon extrem unangenehm an. Wird es wahrscheinlich auch sein. Ich habe auch maximal gar keinen Bock darauf, das jetzt zu machen. Ich werde es auf Ernst durchziehen, ja? Vielleicht entwickelt sich da ja was. Vielleicht habe ich am Ende ja wirklich ein schönes Date mit einer älteren Frau. Vielleicht verlieben wir uns und vielleicht heirate ich sie. Wer weiß. Entschuldigung. Hi. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich stehe irgendwie auf ältere Frauen und ich finde sie echt ganz süß. Und ich wollte sie einfach mal ansprechen, ob sie vielleicht Lust hätten, auf ein Date zu gehen oder Nummern auszutauschen. Bitte? Ob sie vielleicht mal Lust auf ein Date hätten mit mir? Nein. Oder Nummern austauschen? Nein. Okay. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ich habe irgendwie den Eindruck, die ganze Straße hat das hier mitbekommen, dass ich die alte Frau gerade klären wollte. Okay. Okay. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Wenn man eine schöne Frau sieht, kann man die doch mal ansprechen. Also ich bitte euch. Ich würde es aber gern noch ein letztes Mal versuchen. Weil ich würde mir wirklich wünschen, dass es halt auch klappt, so, ne? Also dass mir vielleicht wirklich eine Frau ihre Nummer gibt und wir dann nur so ein bisschen Spaghetti kochen zusammen oder so, weißt du, wie ich meine? Das wäre auch was. Entschuldigung, ich finde sie echt ganz interessant. Hätten Sie vielleicht mal Lust auf ein Date mit mir? Ja, also ich habe gerade was anderes vor, danke. Nein, nicht jetzt, aber irgendwann vielleicht mal. Wir können uns ja schreiben oder so. Und Sie filmen das gerade? Ja. Okay, ich habe es verstanden, ja. Ich bin ein Versager. Keine Frau will mich. Ich habe 3 Frauen, die wirklich gut aussahen. Die würde ich jetzt mal sagen, ungefähr mit mir auch auf einer optischen Ebene waren, die in meiner Liga spielten, ja. Habe ich gefragt. Und keine will. Ich verstehe es nicht. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für die nächste Challenge. Ich werde noch einmal durchschütteln. Und wir ziehen wieder eine Challenge. Ich schaue wieder weg. Okay, schauen wir mal, was drin steht. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Ich würde sagen, wir erweitern die Challenge noch ein bisschen. Im Optimalfall sollte ich auch Schnick, schnack, schnuck gewinnen. Entschuldigung? Spielen Sie eine Runde Schnick, schnack, schnuck mit mir? Einfach so. Ich mache gerade ein Video. Und das war die Challenge von meinen Zuschauern. Und ich muss gewinnen. Ist das live oder was? Ja, also es ist nicht live, es ist ein Video. Ja, für YouTube? Ja, genau. Klar, können wir machen. Alles klar. Bist du rein? Schnick, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Oha, Scheiße. Gewonnen. Sau. Nicht schlecht. Wie heißt der Kanal? Rizzy. Rizzy? R-I-Z-Z-Y. Alles klar, soll ich mal rein? Alles klar, danke schön. Geile Maschine. Dankeschön. Easy win, Freunde. Okay, ich habe in der ersten Runde leicht geschummelt, falls ihr es bemerkt habt, weil ich einfach nur zu spät dran war, weil ich es irgendwie verpeilt habe. Aber trotzdem habe ich gewonnen. Ich habe 3 Punkte ergattert. Und ich würde sagen, damit war es das auch mit dem heutigen Motovlog. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Genießt die Zeit. Und Rizzy out.